Mein Name ist Wilfried Reuter. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Wie wird in unserem Lotus Vihara Meditationszentrum meditiert? Dieser Frage wollen wir nachgehen. Und dazu werden wir uns zunächst einmal bewusst, was das Anliegen buddhistischer Meditation zusammenfassend ist. Aus meinem Verständnis will buddhistische Meditation uns führen zu einer Reduktion des konzeptionellen Bewusstseins, will uns in gefühlte Nähe zu uns selber führen, will den Geist verfeinern, um auf diese Weise uns bereit zu machen, zu befähigen, befreiende Einsichten zu entfalten. Um in diese Richtung zu praktizieren, ist hilfreich, bestimmte Werkzeuge zu kennen und immer wieder auch zu verwenden, einzuüben. Das aus meinem Verständnis wichtigste Werkzeug ist die Einfühlung in den Körper, genauer gesagt in Bereiche des Körpers, in denen wir uns leicht einfühlen können und in denen wir angenehm fühlen. Diese Bereiche können überall im Körper sein. Allerdings hat sich bewährt, die Didaktik der Energiezentren, Chakren genannt, zu nutzen. Mein Anliegen ist es, meine Schülerinnen und Schüler zu interessieren, zu inspirieren und schließlich zu begleiten, ihr eigenen körperlichen Wohlfühlort zu finden und sich dort immer wieder heißt täglich, einzufühlen, sodass vor allen Dingen in schwierigen Momenten, krisenhaften Situationen, sofort uns der Zugang zu diesem inneren Schutzraum zur Verfügung steht. Eine zweite wesentliche Säule, ein wesentliches Werkzeug unserer spirituellen Praxis ist die Schulung des inneren Beobachters, auch innerer Zeuge im buddhistischen Schrifttum genannt. Wir nennen diese Bewusstseinsinstanz, diese höherwertige Bewusstseinsinstanz, den inneren Guru, weil es wichtig zu sein scheint, dass wir nicht nur teilnahmslos beobachten, sondern dies in einer fürsorglich mitfühlenden, liebevollen Art tun. Das Bild dazu ist das Bild der liebevollen Mutter, die ihr Kind beim Spielen beobachtet. Das Kind ist hinter dem Spielzeug her, weint, wenn das Spielzeug zerbricht, freut sich über neues Spielzeug. Die Mutter interessiert sich nicht für das Spielzeug, die Mutter interessiert sich für ihr Kind, weil sie möchte ihr Kind verstehen. Das Spielzeug ist in diesem Bild für uns die Welt, die manchmal beglückend und manchmal bedrückend wirkt. Und die Mutter ist jene innere, höherwertige Bewusstseinsinstanz, die uns ermöglicht, zu beobachten, ohne sich verwickeln zu lassen. Diese beiden Werkzeuge, sie gleichen goldenen Schlüsseln für unsere Persönlichkeitsentwicklung. Auf dieser Basis, auf der Basis des inneren Wohlfühlortes und des inneren Gurus, bauen sich alle weiteren Meditationen auf. Metta, Samatha-Meditation, Vipassana-Meditation und dergleichen. Vielleicht konnte ich Sie ein wenig interessieren und inspirieren, weiter, näher, tiefer einzusteigen und an unserem Studienprogramm teilzunehmen, an Vorträgen, Übungen, Austausch, um diese goldenen Schlüssel für sich selbst zu erwirken, zu verfügbar werden zu lassen. Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.